Hallo und willkommen zurück zu Sky Factory Zwei. mit Locutus. Gut da. Locutus ist da hinten die Plattform am fertig machen und ich habe jetzt noch nicht sortiert und Lootbags aufgemacht, weil wir direkt weitergemacht haben. Oh, ich habe Bücher gekriegt. Netherquarz ist schon sehr gut. So, dann machen wir auch die letzten noch auf. Geil. Ich kriege in einen Common Loot Bag drei Lexikon Botanica. Unsinnig, oder? Oh, zwei Diamantenhorst-Dinger. Ich habe einen Kompass gekriegt. Damit können wir gucken, wo der Spawnpunkt ist. Hier. Das ist der Spawnpunkt gewesen. Der erste Baum. Naja, bist du noch da? Ich muss zählen, ich muss mich konzentrieren. Achso. Habe auch festgestellt, dass 10x10 doch eine Fläche ist, die die Anzahl der Dirtblöcke, die du mir mitgegeben hast, bereits übersteigt. Das ist nicht das Problem, ich kann dir mehr bauen. Obwohl, ach gut, nee, ich hatte erst den kleinen Stapel. Das ist nicht das Problem, ich kann dir mehr bauen. Willst du mehr haben? Mehr haben wir schon mit der unendlichen Wasserquelle, ne? Hä? Wieso haben wir mehr mit einer unterirdischen Wasserquelle an Dirt? Nee, wir haben mehr. Also, Ach so. so. Ah. Ja, ich sag's doch, heute wird echt so ein Karlauer-Tag. Ich frage mich, wie das dann morgen weitergeht. Also wir nehmen momentan extrem viel vor auf. Also wir haben jetzt schon wieder 6 Folgen voraufgenommen. Wir haben gestern 5 Folgen aufgenommen und wir machen das aus gutem Grund. Ich bin immer noch alleinerziehender Vater für die, die es nicht wissen und vielleicht später erst auf meinen Kanal gestoßen sind. Und Locutus hat aber auch nicht so viel Zeit. Und deswegen nutzen wir momentan jedes Quäntchen Zeit, um hier voraufzunehmen, weil uns das Projekt auch sehr viel Spaß macht. So mir zumindest. Weiß nicht, wie das bei dir ist. Dir macht Ja, keinen doch, Spaß, doch. ne? Nee, nee, Spaß. Was ist das? Immer Mal solche. das Essen. So ungefähr. Ich habe übrigens wieder ein Stack Dirt für dich. Juhu. Ich sag doch, ich krieg das relativ schnell zusammen. Ich mach dir direkt noch ein Stack. Ja, besser ist das. Ja, warte mal, ich habe da zwei. Das heißt noch sechs, zwei Durchgänge, dann habe ich schon Achso, will wieder. ich das hier überhaupt schon? Ja, ich mach das jetzt hier schon hin. So, und ich brauche auch das Zeug noch. Wir haben so viel Scheiße im Inventar. Sollten uns darum kümmern, ein ME-System zu kriegen. Wenn es erstmal nur eine Storage Chest ist. Naja, wenn er mit Drive direkt. Obwohl das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist relativ doof. You have Grandmastered, Spalti. Auch nicht schlecht. Wir wollen eine Eisenpflanze übrigens machen. Deswegen bin ich hier so eigentlich extrem Zeug am Züchten. Auch am meisten diese hier. Weil dadurch kriegen wir diese Essenzen. Und mit Hilfe dieser Essenzen können wir wiederum weitermachen. Wobei ich kann schon wieder. Sehe ich Ich gerade. bin runtergefallen. Nein. Doch, das Spiel hat mich über die Kante geschickt, obwohl ich die Cheftaste festgehalten habe. Das ist natürlich blöd. Soll ich dir helfen, dass du deine Sachen wiederkriegst? Tja, wir können es gerne versuchen. Ist jetzt nicht unbedingt das Riesenproblem. Ich bin mit Chain Legends in der Hand gespawnt. Frag mich bitte nicht, warum. Was? Ja, ich habe einmal Chain Legends an. Ach, die sind seelengebunden. Deshalb kriege ich sie immer wieder. Cool. Ja, Moment. Hoffe ich, glaube ich, dass das damit zusammenhängt. Hier habe ich auch Müssen noch wir welche haben, für haben. dich, wenn das was bringt. Weiß ich nicht. Kannst du die aufnehmen? Kannst du die tragen? Die Frage ist, die sind schwächer als meine. Wobei Protection 4 haben die, ja, ich kann die tragen. Deiner Protection 4, Protection Level 4, ja, ich wollte gerade sagen. So, Wasser. Ja, warte, ich stell dir gerade mal ganz schnell eben einen Eimer her.
Oder hast du Ich noch habe einen Eimer? einmal. Achso, Ich habe okay. die einmal. Ich habe alles Wichtige habe ich in den Kisten gelassen. Hast du Bis auf denn meine. Blöcke dabei? Nee. Ja, Brauche ich immer her. Blöcke? Ja, natürlich, du musst das Ding doch Ja, bauen. ich weiß. Hier, ich bring dir was mit. So, eigentlich müsste das ja exakt hier passiert sein. Hier. Ja, so. Währenddessen hole Warte, ich schon nimmst mal. du den Eimer wieder mit? Weil den möchte ich da jetzt nicht unten verlieren. Ja, lass ihn einfach eben da oben liegen. Ich hole den sofort, weil ich wollte sowieso mal eben Eine Spitzhacke sollte ich auch mitnehmen. die. Oder kann ich das Nee, ohne? kannst du mit der Hand abbauen. Grassseeds wollte ich mitnehmen. So drei Stück. Die werde ich nämlich jetzt benutzen, um da hinten Gras einzupflanzen. Dittelitte. Es geht bergab. Man muss nur aufpassen, dass er nicht zu spät abbremst, sag ich mal. Ich gleite, ich bin hier mit dem Kopf aus dem Wasser raus, aber noch in der Geschwindigkeit, dass ich langsam am Wasser runtergleite. Also genauso richtig, wie sich das eigentlich Wunder gehört. dich nicht, ich habe da oben übrigens Fackeln hingestellt, da nichts spawnt, da ich auch sehr weit weg bin, eigentlich davon noch. Und Okay, du das ist brauchtest alles noch Dirt, ne? nicht so einfach, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Das ist ganz einfach. Du musst einfach nur einen Block hinbauen. Sobald du den nächsten, den einen Block hinstellst, kannst du da drauf gehen. So habe ich das Nee, da auch rutsche gemacht. ich ja immer wieder runter durchs Wasser. Du hättest ihn natürlich so platzieren müssen, das Wasser, dass das nicht genau da drauf geht. Ja, das habe ich nicht, dass ich exakt den Block getroffen habe, ist echt ein Moment, Moment, Zufall. Moment, Moment, Moment. Halt dich an der Stelle. Nicht ganz einfach, das ist wirklich nicht ganz Das wird einfach. jetzt ganz einfach. Ich habe das Wasser weggenommen. Okay. Du hast das auch falsch platziert. Du hättest es so platzieren müssen, dass nur ein Strahl nach unten geht. Was? Ja, Ich ich habe platziere nur es dir. exakt das Grab getroffen. Ja, ich. Nein, du hast es aber auch so gemacht, dass sich das Wasser selbst gespalten hat und Okay. dadurch eine größere Fläche abgedeckt hat. Ist aber kein Problem. Ich mache dir Wäre mir gleich auch das gefallen. Wasser wieder hin, wenn du soweit bist. Nee, noch ist es immer doch da. Ja, Ich bin hier das immer noch geht am jetzt weg. Kämpfen. Das ist gleich weg. Ach, hier sind auch noch Earth. Ich kann dich gleich mit Dirt totschlagen. Das ist immer noch, das braucht noch eine ganze Weile. Eigentlich müsste das langsam weg sein. Nö, ich bin jetzt zu oben vom Wasser geschwommen und das braucht noch eine ganze Weile. Auch etwa eine Minute oder so. Ich kann da sogar Cobblestone mit herstellen. Wird gleich Nacht. Und die Plattform ist nicht sicher. Doch. Du stehst doch da. Nein, die Grasplattform Doch, ist über mir. sicher. Habe ich schon gesichert. Ich habe noch zwei Decks für dich. Da ist das Wasser jetzt endlich weg. Nein, ist es immer noch nicht. Wieso ist das im Wasser immer noch nicht weg? Ja, doch. Aber jetzt kommt es langsam. Es ist gleich weg, es ist gleich weg. Gut, hast du dran gedacht, den Timer anzumachen? Ich habe jetzt keine Hand dafür frei. Ich bin hier echt, jede Sekunde werde ich hier von dieser Plattform runtergedrückt. Das ist nicht einfach. Ah, oh, endlich. Besser, ja, der Timer läuft. Das ist sehr gut. Vorsicht, Wasser. Ich glaube an der falschen Stelle. Oder? Ich kann mich da Nee, ja hinbauen. perfekt. Ich glaube perfekt sogar, ne? An der Stelle. Weiß ich noch nicht. Ja, perfekt. Super, ja, kommt noch ein neues Wasser wieder runter. Ich wollte gerade sagen, ich wäre da fast reingesprungen. In den ersten, ohne nach oben zu gucken. Dann hättest du direkt nochmal machen können. Ja. Achso, ich habe übrigens zwei neue Stacks Dirt für dich. Ich bin schnell, ne? So, ich springe da jetzt rein. Das Coole ist, ich kann das übrigens hier manuell sprouten lassen. Ich finde das so geil mit der Gießkanne. Die Gießkanne ist übrigens eins der geilsten Sachen, die Extra Utilities mitbringt. Damit kannst du sogar Der Enderlilies. Sprinkler ist auch relativ cool.
Ja, aber nicht Ender. Damit kannst du zum Beispiel keine Enderlilies. Mit den Dingern, mit dem Ding kannst du Enderlilies gießen. Okay. Tada! Guck mal hier oben. Cool. Und jetzt kriegst du von mir zwei Stacks dort. Kommt ja gut Gras zustande hier. Ja gut, wie gesagt, ich mache es ja gerade mit der Dingens, ne? Gießkanne. Ich habe F7 dauerhaft gedrückt, deswegen habe ich hier oben direkt. Das ist eine gute Idee. So, aber 10x10 sind ja auch 100 Blöcke dort, ne? Ja, so 20 mal 20 dann 400, ne? Ja, dann solltest du jetzt aber eigentlich genug haben. So, wir brauchen immer noch Essenzen. Oh Mann. Oh Mann, oh. Müssen wir hinten mal wieder ein paar Monster schrubben. Weg mit euch. Okay, jetzt müssen wir unsere Pickaxe wieder. Das Ding hier wieder aktivieren. Ich habe ein Emerald übrigens auf meiner, auf meinen Dingen drauf. Mach das. Durability plus 50%. Also habe ich als Modifier gekriegt, als die aufgelevelt hat. Oh. Ich habe noch irgendwas gekriegt. Ich glaube plus Attack. Die schon 10 Attack Damage. Das ist krass. Ist das krass? Ja, die Essenzen, die lassen halt auf sich warten. Ich denke, das nächste, was wir machen werden, ist, wir werden hier automatisches Aufsammeln bauen und das Ganze dann in Barrels speichern. Sobald wir dann halt die. Ja, könnten wir vielleicht mit Item Ducks machen. Sind zwar nicht die tollsten Dinger, die Item Ducks, aber naja. Also 10 mal 20 konnte ich jetzt bauen. Ja, ist doch gut. Erstmal ein paar Kerzen. Hast du oder brauchst du? Ich muss es auch noch einzäunen, vergiss es Oh, tatsächlich. Auto Repair. Sehr schön. Mach erstmal hier Bereich zum Einzäunen. Ich habe Auto Repair. Das ist immer sehr praktisch, ja. So, dann nutzen wir mal unsere andere, weil die eine muss jetzt erstmal wieder aufladen. Na, kommt schon, droppt mir Sachen. Ich habe eine Gold Chest gekriegt. Okay. Also, wir müssen unbedingt jetzt eine Iron-Pflanze hinkriegen. Wenn wir diese hinkriegen, dann haben wir kein Problem mehr, weil dann können wir uns ganz schnell ein paar Lava-Eimer machen. Sollten übrigens noch ein bisschen Steine schmelzen, sehe ich gerade. Was hältst du davon? Du, Steine haben wir ja jetzt, glaube ich, im Überfluss. Ja, sowieso. Denn es scheint ja ganz offensichtlich sehr gut zu funktionieren. Ich werde ja auch irgendwann demnächst nochmal eine Barrel dranhängen. Die Chest ist schon voll. Dass die Chest nicht so gleich so überexplodiert, ja. Man muss aber erst eine Dolly bauen. Nö, ich kann ja eine Barrel bauen. Die kannst du nicht so einfach austauschen. Was? Ah, die Barrel und gegen die Chest, weil die Chest ist voll. Ja, die Chest kriegen wir irgendwann leer, früher oder später. So, ein bisschen Essenz haben wir auch wieder. Die werde ich jetzt erstmal wieder verkraften, weil das, was wir brauchen, das ist ein bisschen mehr. Wir müssen das hier dreimal. Crucio, glaube ich. Und die müssen wir in Imperio. Und Imperio brauchen wir viermal. Und man kriegt aus einem Minizio, aus vier Inimizio, ein Azio. Das ist das Problem, Leute. Das ist irgendwie so ein bisschen nach Harry Potter. Vielleicht ein bisschen, aber eigentlich nicht. Es hat nichts mit Harry Potter zu tun. So, wir haben unsere erste
Imperial Essence. So. Das war jetzt die erste und ich brauche vier davon. Das ist so. Also jeder Anfang ist, ne? Was denn? Ja, ein Anfang. Also am liebsten würde ich jetzt erst einen Plainter oder einen Farmer bauen. Hier, Farming Station gibt es von Ender.io. Was geht eigentlich fast noch? Aber Pulsat Iron Ingots, naja, das ist doch, hätten da wir sogar. Da haben wir nicht so viele von. Nee, ja, ein paar haben wir. Ja, davon brauche ich 8, 8, 16 brauche ich davon. 2 Diamanten, ein Basic-Kapazitator, der wird aus Copper, Iron Nuggets und Redstone gemacht. Das ist alles kein Problem. Electrical Steel. Dafür bräuchte man Leuchtmelter oder wir haben Glück, weil wir brauchen von Electrical Steel 4 Stück und eine Diamond Hoe. 4 Diamanten. Finde ich, das geht. Wie lange haben wir noch? Weil ich müsste ganz kurz eine Pause machen. Ja, die Uhr sagt 8 Minuten. Dann, 9 Minuten fast. Dann unterbrechen wir hier nochmal eben ganz kurz. Wir sind gleich wieder da. Ja, bis gleich.